Huhu, Leute, ich bin Flasher, willkommen zu Let's Play Control. Wir sind an den NSC-Kühlpumpen, die anscheinend kaputt sind. Die müssen wir jetzt reparieren. Wir sind auch direkt da, wie ihr seht, ein großes Gebiet. Das heißt, hier kann man vermutlich viel kämpfen. Und genau das wird vermutlich auch dann auf uns zukommen. Darum gehen wir einfach mal in dieses Gebiet und starten voll actionmäßig los. Ich habe auch mal wieder die normale Knarre, weil die auf große Entfernung besser ist, genommen. Und dann gucken wir mal, was wir hier machen müssen. Man muss doch diese Dinger, das sind doch hier diese Elektro-Dinger, die wir schon mal irgendwo reinschießen mussten. Ah, da müssen die einfach nur rein. Das ist ja einfach. Das heißt, das nehmen wir einfach und machen das da rein. Ja, und das spawnt auch direkt ganz viele Gegner. Toll. Und auch diese explodierenden Assis. Das ist ja toll. Da hilft nur eins. Schnell hingehen und Shotgun-Schuss in die Fresse. Oh. Muss natürlich auch treffen. Okay. Das hat schon mal geklappt. Ritualimpuls. Ja gut, das war's, glaube ich. Oh, jetzt ist hinter uns auch eine Barriere aufgegangen. Das heißt, wir können auch gar nicht mehr zurück, falls wir zurück wollen, um uns aus dem Gebiet zurückzuziehen. Wir müssen jetzt hier wirklich erstmal alle Gegner töten anscheinend. Und ihr habt's gesehen, jetzt kommen hier auch diese normalen Explosiv-Assis als normale Gegner. Das ist natürlich auch echt fies. Die andere Kühlpumpe ist da, oder? Da müssen wir vermutlich hin. Aber gucken wir uns erst gerade nochmal um, wo es gerade ruhig ist, denn wenn ich das nächste Ding reinmache, wird es wahrscheinlich wieder abgehen. Was haben wir hier? NSC Powerplant. Da kommen wir wahrscheinlich zurück. Das hier wird der Rückweg sein, weil die NSC Powerplant, das NSC, das ist ja die Energiequelle da, wo wir auch schon auf die Zivilisten getroffen sind. Also da, wo dieser Sicherheitsdienst seine Basis aufgestellt hat. Da ist ja dieses, da ist ja diese NSC Energiequelle. Das heißt, das finde ich gut an diesem Spiel. Das muss ich sagen, das ist wirklich gut gemacht, dass man, wenn man viel unterwegs ist und man irgendwelche Missionen erledigen muss, dass die immer dafür gesorgt haben, dass am Ende der Mission auch immer eine Art Abkürzung zurück, dass es immer eine Abkürzung zurückgibt in das normale Gebiet, wo man eigentlich hin muss. Dass man nicht wieder den ganzen Kackweg, dass man den nicht wieder zurücklatschen muss. Das ist eine coole Sache. Das haben die bisher echt gut gemacht. Verstopfungsbeschwerde, ja. Ist das jetzt über Toiletten oder übers Essen? Mal sehen. Schriftverkehr. Es gibt wieder eine eklige Verstopfung unten in der Wasserversorgung. Was zur Hölle ist das und woher kommt die immer? Und warum zum Teufel schreibt Arti ihr Kauderwelsch entgegen? Er tut gerade so, als würde sie ihn verstehen. Natürlich tut er so, als könnten wir ihn auch verstehen. Hat wohl mit seiner Verrücktheit zu tun. Ich werde es mal mit einem neuen Rohrreiniger. Versuche es mal mit einem neuen Rohrreiniger. Extrem stark. Okay, aha. Also Arti schimpft hier irgendwie mit der Verschmutzung der Rohre oder irgendwie sowas. Interessant. So, jetzt werden wir mal das nächste Teil hier hinten in die Pumpe einsetzen. Dazu müssen wir hier runter, hier hin. Und dann ist, genau, ist hier das nächste Ding. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass das da ist. Alter Feind, die Verstopfung sucht die Rohre heim. Ach du Scheiße. Sie ist clever, versucht sich einzuschleichen. Wir haben sie mit der Hand in der Fischfalle erwischt. Wer der sie wusste. Okay, das hier ist wahrscheinlich diese Verstopfung, diesen ganzen Scheiß. Wir haben da auch gerade schon irgendwas Lebendes gesehen. Ich werde jetzt aber das hier erstmal reinmachen. So. Finde heraus, was die Rohre blockiert. Achso, das können wir gar nicht reinmachen. Mein alter Feind, die Verstopfung sucht die Rohre rein. Kümmere dich um den Scheiß. Kümmere dich um den Scheiß. Versucht sich einzuschleichen. Wir haben sie mit der Hand in der Fischfalle. Oh, da oben ist irgendwas, oder? Nee, doch nicht, hier ist nichts. Ich dachte eigentlich, hier wäre irgendwas. Okay, hier ist dieses. Die Verstopfung. Ach du Scheiße, wie sieht die denn aus? Bäh. Ah, ich muss bestimmt die Dinge abschießen, oder? Oder können wir es doch einfach abwerfen? Mal sehen. Ah ja, geht auch. Okay. Okay, das wehrt sich. Okay. Alles klar, das war ein bisschen blöd vielleicht.
Ich dachte wirklich, ich kann das jetzt einfach zerballern, aber nein, es wehrt sich. Gut zu wissen, die Verstopfung hat uns getötet. Da sind wir, glaube ich, nicht die Erste, der das passiert ist. Bäh. Kümmere dich um den Scheiß. Wie der das betont, ist irgendwie lustig. Oh, jetzt sind wir wieder hier, ey. Mann, du. Hoffentlich kommen jetzt nicht nochmal neue Gegner, aber dürften eigentlich nicht. Meistens spawnen die erst nach einer gewissen Zeit wieder, irgendwie so, keine Ahnung, 20 Minuten oder so, bevor man sich wieder um neue Gegner kümmern muss. Und vor allem oben steht ja auch bei kümmere dich um die NSC-Kühlpumpen, da steht jetzt auch schon 1 von 3 oder irgendwie sowas. Von daher zählt diese eine Pumpe, die wir hier repariert haben, zählt bereits schon. Darum gehe ich mal... Ja doch, es kommen aber neue Gegner, toll. Das ist ja toll. Oh oh. Oh oh. Verpiss dich! Und du auch, bitte. Okay. Das hat geklappt. Haben wir nicht. Lag hier nicht auch gerade irgendwas rum zum Looten? Ich habe hier wieder irgendwie so ein. Nee, irgendwie nicht. Ich dachte, ich hätte hier irgendwie wieder so ein Upgrade oder sowas gesehen. Nö, haben anscheinend keine Modifikation bekommen. Gut, jetzt gehen wir aber direkt da hinten hin, denn hier lag ja sonst nichts. So, das können wir nicht benutzen, oder? Vielleicht müssen wir es einfach nochmal auslösen. Nein, geht nicht. Okay, jetzt müssen wir uns um den Scheiß kümmern. Bleiben wir einfach mal weit weg. Mal gucken, was passiert. Ah doch, es spuckt, aber es kommt nicht bis zu uns. Haha. Das heißt, man muss das einfach nur schnell kaputt machen. Und dann... Okay, dann hat man es geschafft. Und dann... Okay. Ah, es zieht sich dann aber zurück. Und wo kommt die blöde Musik her? Können wir die irgendwie ausmachen? Ist hier irgendwo ein Radio? Weiß man nicht, ne? Keine Ahnung. Egal. Aber die Verschmutzung ist hier jetzt weg. Das ist sehr gut. Da haben wir... Wow, okay. Es spuckt auch... Schnell vorbei. Es spuckt auch einfach irgendwie so. Okay. Da muss man ein bisschen aufpassen anscheinend. Oh, da haben wir wieder so eins. Da sollten wir uns nicht von anspucken lassen. Okay, das haben wir aber besiegt. Da geht's nicht lang. Es gibt auch, zum Glück ist das hier nicht wie so eine Art Labyrinth, sondern es scheint wirklich nur einen einzigen Weg zu geben, den man überhaupt gehen kann. Okay, es zieht sich auch mit der Zeit wieder zurück, wenn man... Wenn man es einmal kaputt gemacht hat. Ne, jetzt laufe ich nur... Uah. Okay, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt hier die ganze Zeit wieder neu kommt. Oh ne, jetzt bin ich an der Kiste. Okay, das ist schon mal gut. Ich habe schon mal die Kiste gefunden. Es ist doch so wie so eine Art Labyrinth. Zumindest... In kleiner Form. Okay, jetzt haben wir es aber komplett weggemacht, so wie es aussieht. Wir haben es von allen Seiten bekämpft. Jetzt ist es weg. Okay. Gehen wir mal hier lang. Nee, das war eine Sackgasse. Oh, scheiße, jetzt habe ich die Übersicht verloren. Wo sind wir überhaupt? Da unten beim Kühlpumpensystem, okay. Dann müssen wir vermutlich hier lang, oder? Scheiße, jetzt habe ich mich komplett verlaufen. Toll. Oder reicht das schon, was wir jetzt hier gemacht haben? Bricht alles zusammen. Mal sehen, ob das jetzt schon reicht, als die Verstopfung bekämpft. Ja! Das hat gereicht. Sehr gut. Kommen jetzt auch neue Gegner hier? Keine Ahnung. Aber wir müssen jetzt irgendwie noch die dritte und letzte Kühlpumpe finden. Da ist eine große, da ist eine. Wo ist die dritte? Da oben, da oben ist die letzte. Okay. Komischerweise sind keine Gegner gekommen.
So, jetzt nehmen wir das einfach und machen das dritte rein. Natürlich kommen jetzt wieder überall neue Gegner. Aufpassen, dass diese... Mal weichen die aus? Dass diese Explosiv-Assis nicht irgendwie kommen und auf den Sack gehen. Es scheinen noch Gegner da zu sein, denn die Tür da ist immer noch zu. Aber wo sind die? Ah, jetzt habe ich irgendwas gesehen. Von wo hat das geschossen? Irgendwas hat er gerade auf mich da unten. War es das jetzt? Nein. Das war es immer noch nicht. Irgendwo schießt immer noch was auf mich. Da. Die stehen aber auch echt überall. Das erkennt man auch immer. Die hat immer beide Hände an der Pistole, wenn man noch im Kampf ist. Und sonst nimmt sie die nämlich weg. Okay. Das hat geklappt. Jetzt ist es da rot. Und da kommt was runter. Gefahren. Schnell, nimm dir irgendwas Explosives. Okay. Oh, da ist sogar einer drin. Oh, oh. Oh, oh. Irgendein Typ. Okay, Schild ist schon mal weg. Boah, wir machen dem echt wenig Schaden, dem Typen. Wo ist er jetzt hin? Da unten. Irgendwas. Pionier zweiter Klasse heißt er. Wo ist er? Da unten. Aua. Dadurch, dass aber gerade keine weiteren Gegner kommen, ist er eigentlich... Aua. Oh, wenn der aber mal trifft. Wenn der aber mal trifft, dann ist er echt fies. Fuck me. So, wo ist er jetzt? Muss ich aufpassen, dass er sich nicht irgendwie anschleicht. Da unten habe ich ihn gerade irgendwo gesehen. Ja, da unten läuft er. Scheiße, so kann ich ihn nicht sehen. Uah. Da hinten ist er. Okay, das war's. Den haben wir erlegt. Was auch immer das für einer war. Irgendein Pionier zweiter Klasse. Gucken wir mal, was das für einer ist. Der Zischer Pionier. Pioniere sind die ersten Agenten, die unbekannte AWE-Grenzbereiche oder sonstige paranatürliche und gefährliche Gebiete betreten. Sie sind schwer bewaffnet und gepanzert, um für das Schlimmste vorbereitet zu sein. Aufgrund ihrer Rolle haben Zischer Pioniere Zugriff auf die schwerste Rüstung und Waffen aus dem Arsenal der Behörde, einschließlich Maschinenkanonen und Granatenwerfern. Zusätzlich zu der bereits beeindruckenden FPC-Panzerung sind sie von einer dichten Resonanz des Zischens umgeben, die Kugeln aufhalten kann. Wenn sie gezwungen sind, sich einem von denen zu stellen, dann verwenden sie unbedingt jede verfügbare Deckung. Beachten sie auch, dass für diejenigen, die telekinetische Fähigkeiten aufweisen, gegnerische Granaten eine willkommene Munitionsquelle bieten können. Aha, okay. Und jetzt können wir vermutlich dann den Aufzug benutzen, um zurückzukommen. Denn das Pumpensystem haben wir jetzt repariert. Jetzt müssen wir noch irgendwie die Transformatoren reparieren oder sowas. Mal wieder die andere Knarre, die Shotgun-Knarre. Oh, jetzt können wir gar nicht mehr schießen. Okay, von mir aus. Kommt jetzt wieder eine Cutscene. Das ist oft so, während man in Fahrstühlen ist. Aber nee, sieht nicht so aus. Aber überall sind die zischenden Assis. Okay, da geht's raus. Gut, gut, gut. Oh, jetzt ist hier irgendwie Geballer. Ah, die kämpfen anscheinend gerade, die anderen. Schnell irgendwie helfen. Nee, auf die Entfernung muss ich die andere Knarre nehmen. Oh,
Obwohl, wir können schon ein bisschen Nahkampf-Action machen, oder? Machen wir einfach mal. Oh nein, da ist ein stärkerer. Okay, jetzt vielleicht doch wieder die andere Knarre. Da haben wir direkt zwei erledigt. Sehr gut. Oh. Weg mit. Oh nein! Geh weg! Sogar zwei von diesen stärkeren. Okay. Das geht gerade schon mal ganz gut eigentlich. Nehmen wir mal wieder die andere Knarre rein. Oh ne, das ist die falsche Knarre, scheiße. Okay, das war's aber, glaube ich. Hier haben wir gut aufgeräumt. Haben auch ein paar Mods gekriegt und sowas. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. Hier war echt Krieg gerade. Aber hat Spaß gemacht. Das hat Spaß gemacht. Ist hier oben irgendwas? Nee. Nein, nicht irgendeine Ecke fallen. Oh, ich habe bei sowas immer Angst, dass ich mich irgendwie verbugge und dann nicht mehr rauskomme oder irgendwie sowas. So, was müssen wir denn jetzt überhaupt machen? Jetzt sind wir dadurch den Elevator gekommen, ne? Erstmal nochmal gucken, was wir jetzt hier bekommen haben. Wir haben eine persönliche Modifikation bekommen von plus 22. Wir haben eine 20er drin. Dann tauschen wir die doch mal aus. So. Und die 20er zerlegen wir. Und bei Waffenmods haben wir was bekommen? Hier für Schmetterer. Schaden nach Tötung. Ne, Geschossstreuung. Ne, das brauchen wir nicht. Ah ne, Geschossstreuung. Wartet mal. Da können wir, glaube ich, zerlegen, oder? Weil Geschossstreuung hatten wir hier schon eine 7er. Hier haben wir nur eine 5er. Zerlegen. Alles klar. So, jetzt müssen wir noch diese anderen Sachen da reparieren. Dafür müssen wir in die andere Richtung, also in diese Richtung hier. Genau, müssen wir wahrscheinlich durch eine der Türen, entweder da oder da. Gucken wir mal, dass wir das auch noch machen. Genau, Coolant Pumps haben wir gemacht. Aber war hier noch irgendwas anderes? Wenn ich hier noch im Kreis weitergehen würde, würde ich dann noch zu irgendwas hinkommen? Mal sehen. Nee, sieht nicht so aus, dass man noch zu irgendwas Besonderem kommt. Was ist da? Central Maintenance und NSC Energy Converters. Da müssen wir vermutlich hin. Kommen direkt Gegner, ey. Und natürlich läuft der so, dass man ihn nicht treffen kann. Wow. Okay. Jetzt haben wir für Krieg gesorgt. So, mal sehen. Da haben wir was Explosives. Sehr gut, das nehmen wir mal. Ja, das hat gut geklappt und direkt das nächste. Gut, das wollte ich eigentlich nicht, aber das wird auch funktionieren. Da haben wir wieder so einen Assi. Haben wir aber gut einen mitgegeben direkt. Sehr gut. Sehr gut. Das hat schon mal gefunzt. Gehen wir mal rein in die, in das Actiongebiet hier. Natürlich kommen hier auch direkt überall Gegner von allen Seiten. Sehr gut. Wo haben wir noch was? Es sind auf jeden Fall noch welche da. Aber wo? Bestimmt noch so ein... Nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, bestimmt noch so ein Fliegender, oder? Nee, jetzt haben wir es aber geschafft. Sie hält nicht mehr beide Hände an die Waffe. Das heißt, es ist vorbei. Gut. So, wo würden wir hinkommen, wenn wir hier hingehen würden? Zu Central Maintenance. Dann würden wir... Erstmal, was ist hier noch so? Das hier sieht nämlich auch aus, als ob man hier drauf rumklettern will. Oder will man hier drauf rumklettern? Wir werden es herausfinden. Nein, will man nicht, denn hier ist absolut gar nichts. Okay. So, Central Maintenance. Wo kommt man dann hin? Auch in irgendwas, wo noch Fragezeichen sind. Da müssen wir aber gar nicht hin. Darum lassen wir das mal erstmal noch. Wir müssen nämlich jetzt zu
NSC Energy irgendwas Converters, genau. Und vermutlich kommen wir dann am Ende hier wieder aus dem Elevator raus. Genau da. Alles klar. Dann werden wir da mal reingehen. So. NSC Transformatoren reparieren. Das kann ja nicht so schwer sein. Aha, aha, aha. Direkt schon mal ein paar fiese Gegner. Nehmen wir mal die Shotgun rein. Nehmen uns mal sowas Explosives. Und dann geht's ab. Okay. Das hat gut geklappt und wir haben hier auch direkt einen Kontrollpunkt. Das heißt, wir holen uns den direkt mal. Hallo. So, das heißt, den hätten wir schon mal. Das Coole ist halt dadurch, dass mittlerweile wir so, was das Spiel, die Spielmechaniken angeht und sowas mittlerweile schon viel gelernt haben, bringt uns das Spiel natürlich auch nicht mehr so viel bei und wir können mehr spielen. Am Anfang des Spiels war es ja wirklich ein bisschen, schon ein bisschen nervig. Hier haben wir wieder sowas. Jetzt will ich mal gucken, ob man die wirklich schmeißen kann. Tatsache, die kann man nehmen und man kann die schmeißen. Die machen sogar echt große Explosionen. Hm. Und man kann auch einfach so drauf schießen. Okay, aber wir wissen immer noch nicht, wie wir diese Sachen hier cleanen. Vielleicht kriegen wir auch irgendwann so einen Reinigungsskill oder sowas. Das muss da oben rein. So, und dann können wir weiter. Durchgeschmort. Repariere es, bevor der Knacker in der Quelle in die Richtung schmeißt. Okay, irgendwas ist durchgeschmort. Da sehe ich schon Gegner. NSC Transformation. Oder habe ich irgendwas von der Wand abgerissen? Ach du Scheiße. Ist ja echt ein großes Gebiet hier. Okay, okay, okay. Kurz mal zurückziehen. Das ist nicht nur dieses kleine Gebiet hier, wie ich am Anfang dachte, sondern es ist größer. Okay. Oh, bin ich schlecht. Aber egal, der macht ja auch irgendwie nichts, der Typ. Der will irgendwie nichts von uns. Doch, oh, jetzt schmeißt er mit Granaten, okay. Wir müssen anscheinend doch ihn holen gehen. Oh, hi. Alles klar. Damit habe ich jetzt gerade nicht gerechnet. Ritualimpuls, alles klar. Jetzt haben wir aber aufgeräumt hier. Das heißt, wir können uns jetzt mal schnell hier umgucken, vor allem auch da oben. Irgendwas labert hier wieder die ganze Zeit und will uns auf den Sack gehen. Hier haben wir wieder was zum Lasen. Das hatten wir jetzt auch schon länger nicht mehr. Forschung und aufzeichnete Tests Heimtresor. Und wir haben sogar auch eine Quest dadurch bekommen anscheinend. Was haben wir hier bekommen? Tests Heimtresor. Das Objekt der Macht Tresor kann mittels Objekten oder Materialien aus seiner nächsten Umgebung eine Barriere erzeugen. Ranger der Behörde erhielten die Erlaubnis, schwere Geschütze gegen einen an dieses Objekt gebundenen Parautilitarier einzusetzen, um die Haltbarkeit der Barriere zu testen. Und Hochgeschwindigkeitsmunition wurden mit Ergebnissen getestet. Tests werden nach weitergeführt. Das Objekt der Macht Tresor ist eindeutig ein praktikabler Kandidat für den Gebrauch in Kampfeinsätzen. Es Parautilitariern zu erlauben, an gewandelten Einsätzen teilzunehmen, könnte ein Vorteil sein, über den es sich nachzudenken lohnt. Aha, das heißt, wenn wir das Objekt der Macht Tresor finden und machen, können wir vermutlich so eine Art Schutzschild aufbauen oder sowas. Natürlich auch nicht schlecht, wenn wir das können. Aber es ist jetzt hier auch nur als Nebenmission gerade bekommen, genauso wahrscheinlich wie das Karussellpferd. Das hat man ja auch einfach so als Nebenmission bekommen. Und ja, allerdings hört sich jetzt Barriere, muss ich ehrlich sagen, auch nicht so toll an, als dass ich jetzt wirklich denke, ich muss total out of my way gehen, um jetzt hier diese Nebenmission unbedingt zu machen, wenn die am Arsch der Welt ist oder sowas. Also wenn wir zufällig drüber stolpern, wie über das Karussellpferd, okay, aber bei was jetzt einfach so, wenn wir das jetzt nicht finden, was das angeht, glaube ich, müssen wir nicht extra hier sonst wie was machen. Okay, der hatte einen Granatwerfer, der Sack. Okay.
Das war's sogar schon. Ah, da müssen wir wieder. Da müssen wir wieder ein Energieding reinsetzen. Das machen wir dann auch direkt mal. Da haben wir nämlich auch schon eins. Rein damit. So. Und dann geht vielleicht auch hier irgendwie diese. Ach, die Tür ist schon auf. Okay. Ist die jetzt gerade aufgegangen? Weiß ich gar nicht. Oder haben wir die jetzt gerade aufgemacht, weil wir das Elektroscheiß reingetan haben? Ups, nee, das wollte ich nicht. So, das nächste rein, so. Ja, und jetzt geht das hier auf, oder? Ja, Tatsache, wir machen also immer dadurch die nächste Ebene auf, wobei wir jetzt in diesem Fall hier auch die normale Leiter, die normale Treppe hätten nutzen können. Dann machen wir mal weiter. Wir haben die Transformatoren jetzt gleich schon. Oh. Oh, der hat ein Schild. Müssen wir mal ihn abziehen. So. Und den einfach. Oh. Ich dachte schon, der wäre weg. Den einfach so töten, sobald der da kommt. Okay, das war nicht der, den ich wollte. Das heißt, der muss hier noch irgendwo sein. Oder? Nö. So, ich entschuldige mich für den kleinen Ruckler, den es gerade gab. Denn der Epic Launcher, weil dieses Spiel gibt es ja hier nur im Epic Launcher. Dieser Epic Launcher wollte mir gerade unbedingt sagen, dass es diese Woche wieder Spiele gratis gibt. Und hat deswegen einfach mal irgendeine Nachricht geöffnet, wodurch sich mein Spiel minimiert hat. Schön, oder? Mitten beim Zocken auf einmal minimiert sich einfach das Spiel. Tolle Sache. Na egal. Machen wir das letzte Mal rein. Heben wir die Quarantäne auf. So, jetzt haben wir wirklich alles hier. Jetzt müssen wir da noch rein. Komm, spring da. Ah, kann sie sogar. Okay, hätte ich jetzt nicht erwartet. Das war jetzt unerwartet, dass sie da einfach reingekommen ist. Schleudereffizienz. Okay. Gehen wir da mal hoch. Und hier weiter. Und jetzt können wir vermutlich einfach wieder zurück. Jetzt kommen wir vermutlich hier einfach dann irgendwo hin, wo wir hin müssen. Hoffe ich mal. Wo sind wir hier? Electricity Level und Water Level. Okay, beides gut. Gucken wir mal. Erinnerung, nächstes Spiel. Vom Spieleabend irgendwie. Hier. Das nächste Spiel findet am Mittwoch um 8 an der üblichen Stelle statt. Hazard schuldet mir $20. Erish, immer noch bei seiner verdammten Siegesserie. Kann mal jemand herausfinden, wie der bescheißt? Thompson setzt ein Spiel aus wegen einer nicht ganz koscheren Vorfall beim Ausgeben. Guy, Schuldschein von $60. Ich hatte das letzte Mal Bier mitgebracht, dann ist dieses Mal Hepstenstall dran. Remus. Ah, die spielen anscheinend irgendwas zusammen. Oh, wir haben hier auch Mods, die ich noch nicht gesehen habe anscheinend. Rückstoßeffizienz, minus 9 Rückstoß, minus 5 Rückstoß und das hier war auch niedriger, auch minus 6, genau, das heißt, die können wir auch zerlegen. Bei den persönlichen Mods haben wir hier noch einmal Fluchtenergiekosten, minus 2, nee, das ist neu hier, minus 10, minus 8, das heißt, die zerlegen, alles klar. So, weiter geht's. Die spielen anscheinend irgendwie Poker oder sowas. Oh, wo sind wir jetzt? Auf jeden Fall nehme ich mir was Explosives mit. Denn was auch immer hier gleich. Genau, das meine ich nämlich. Uah. Hey, wie hat denn der das überlebt? Verpiss dich! Und du auch bitte! Das war eine coole Aktion, die ich da gerade gemacht habe. Das war nice. Die Shotgun-Knarre ist schon gut, aber ich glaube, insgesamt ist, glaube ich, die ganz normale Pistole, mit der man auch auf weiter Entfernung schießen kann, ist, glaube ich, echt am besten irgendwie in diesem Spiel, habe ich das Gefühl, weil, ich meine, so cool das auch ist mit einer Shotgun, und ihr wisst, wie ich Shotguns liebe in Spielen, ich glaube wirklich, dass am effizientesten wirklich einfach die normale Knarre ist, weil man will eigentlich in diesem Spiel Gegner nicht zu sich rankommen lassen, habe ich das Gefühl. Man will nicht, dass die Gegner einen erreichen. Und darum ist das, glaube ich, echt am besten, wenn man die normale Knarre benutzt und die möglichst weit upgradet. Gut, wir haben ehrlich gesagt die anderen Waffen noch nicht gesehen, zugegeben. Das werden wir uns noch angucken. Das heißt, wenn wir die Möglichkeit haben, weitere Waffen zu bauen, werden wir das auch machen, dass wir mal alle wenigstens gesehen haben. Ah, hier können wir die Quarantäne aufheben, oder? Ja. Mal gucken wir gerade mal noch schnell, ob wir hier noch irgendwas anderes haben. Nö. Wartet mal.
Astralwerkstatt. Ja, ihr seht nämlich, mittlerweile können wir entweder Griff aufwerten oder Dreh herstellen, was sich natürlich auch interessant anhört. Das werden wir aber nicht heute machen. Deshalb sind wir hier. Ich glaube, ich werde jetzt hier noch eben die Quarantäne aufheben. Ah, dann müssen wir die Knarre reinstecken, oder was? Oh, ist aber eine tolle Knarre, ist das ja. Ist ja wie bei Assassin's Creed mit dem Speer. Jetzt haben wir irgendein neues Gebiet geöffnet. Central Research. Ah, da müssen wir vermutlich jetzt als nächstes hin dann in Central Research. Jo, sprich mit Emily. Das heißt... Die anderen Sektoren sollten jetzt offen sein. Alles klar, das heißt, wir könnten uns jetzt hier einfach wieder zurückporten. Aber da hinten war ja auch noch eine Tür. Auch die Tür will ich vorher nochmal erforschen, was da alles ist. Sektor Elevator, wo wir da hinkommen. Achso, da kommen wir vermutlich nur wieder zurück in das andere Gebiet, ne? Aber gucken wir dann einfach mal. Allerdings erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War eigentlich eine ganz coole Folge. Mal wieder mit Action. Nicht mehr ganz so viel zu lesen mittlerweile in diesem Spiel. Das ist ja auch immer schön, wenn man das erreicht. Und dann werden wir in der nächsten Folge auch mal die neue Knarre bauen und alles. Und mal gucken, was wir sonst noch so upgraden können. Ich sage jetzt erstmal Tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns die Tage wieder. Ciao, Leute.